Willkommen auf einer legendären Bergstrecke. Die Gotthardbahn in H0, eine persönliche Interpretation des Schweizers Heinz Muhlheim. Ich komme ja von Göschenen, das ist mein Heimatort. Und ich bin natürlich schon als Kind gerne am Bahnhof und habe geschaut. Und später bin ich mit meinen Kindern immer an Gotthard, haben wir die Züge beobachtet. Und darum war es für mich eigentlich klar, wenn eine Anlage, dann eine Gotthard-Anlage. Doch nicht Göschenen oben am Gotthardtunnel, sondern ein Dorf weiter unten verewigt er. Wenn die Güterzüge auf der 12-teiligen Modulanlage bergab donnern und nach etlichen Tunneln an Gürtnellen vorbeirauschen, gehört das für ihn zum speziellen Gotthard-Spirit. Er beansprucht keine Vollständigkeit, setzt Eindrücke um, eben Spitzli Gotthard. Nur wenige Gebäude sehen in Gürtnellen im Original wirklich so aus. Das Restaurant und auch der Bahnhof gehören dazu. Grundsätzlich geht der Modellbauer akribisch vor. Ich bin natürlich dann ja spezifisch an Gotthard gefahren, habe Fotos gemacht und habe mich entschieden, diese Passage gefällt mir. Dann ein Teil von der Südseite, ein Teil von der Nordseite. Und so habe ich zusammengestellt, was ich machen will. Die wilde Reuss auf der Nordseite. Überragt von faszinierenden Eisenbahnbrücken. Außer der Wattinger Brücke sind sie, genauso wie die Tunnelportale, nach den Fotos in Eigenbau entstanden. Das Rollmaterial ist durchweg im Einsatz. Heinz Muhlheim verwendet vorwiegend Loks und Wagen von Rocco und Märklin. Und was passiert da ganz oben? Hier thront die Kirche von Wassen. Ja, das ist einfach das Wahrzeichen auf der Gotthardstrecke, weil man sie dreimal sieht aus allen Perspektiven. Und ja, es gehört einfach zum Gotthard, oder? Doch nicht alles ist monumental und einfach nur großartig. Kleine Szenen aus dem Leben von Touristen und Einheimischen sind festgehalten. Die Bergbauern arbeiten in einer Felslandschaft, die aussieht wie echt. Fast beängstigend dicht wohnen sie am Abgrund. Auch ihre Weide ist begrenzt von realistisch wirkenden Felsbrocken. Aus echten Steinen stelle ich Silikonformen her, aus Gips und fülle sie hinten mit Schaum aus, damit sie möglichst leicht sind. Und dann baue ich Stücke davon ein. Ich mache relativ große Teile, damit ich auch große Abschnitte damit ausfüllen kann. Oder breche dann gewisse Stücke ab für kleinere Passagen. Dieses Bahnwärterhaus auf der Südseite des Gotthards steht heute nicht mehr. Hier braust der Zug über das Pianotondo-Viadukt, das Heinz Muhlheim aus Platzgründen nur mit 6 und nicht mit 8 Bögen nachgebaut hat. Wanderer im Tessin in einer stillen Ecke der 4x5 Meter großen Anlage. Und als Belohnung gibt's einen guten Tropfen auf dem Weingut Corleone, Spitzli Bella Ticino. An alles gedacht. Der Grundbau mit Felsen und allem ist fertig. Jetzt kommt noch die Begrünung. Bäume, vielleicht 2, 3 Häuser noch, ein Stall. Und dann noch etwas Wasser, Wasserläufe. Ich baue jetzt eigentlich mein ganzes Leben immer Anlagen. Und das ist eigentlich meine letzte. Ich mache die jetzt fertig und dann mache ich was anderes.